is becoming more and more evident. Es wird immer klarer. It's not the environment that matters. Dass es nicht um die Umwelt geht. The starvation. Nicht um Hunger. Not the poverty. Um Armut. Not the injustice. Nicht um Ungerechtigkeit. Not all the things that exist around us. Nicht um die Dinge um uns herum. What's becoming more and more evident is es wird immer klarer, human beings are themselves becoming the terror of this world. Dass die Menschen selbst zum Schrecken der Welt werden. Human beings themselves. Die Menschen selbst are destroying each other. Zerstören einander. Human beings are dividing themselves into tribes. Menschen spalten sich in Stämme. Into nationalities, into classes. In Nationen und Klassen. Every kind of destructive, divisive. All diese zerstörerischen, spaltenden Vorgänge. The communists and the socialists. Kommunisten und Sozialisten. And all the politicians will never transform the world. Und die Politiker werden nie die Welt grundlegend verändern. No, the scientists. Auch nicht die Wissenschaftler. The astrophysicists. Die Astrophysiker. Or exploring the universe outside of themselves. Die das Universum erforschen außerhalb von They're sich selbst. Find the solution either. Sie werden auch keine Lösung finden. And so, human beings, die Menschen, that's we, you and another, das sind wir, sie und der andere, we are bringing about great chaos. Wir bringen großes Chaos in die Welt. Wir verbreiten großen Schrecken und werden zu einer Gefahr füreinander. Unsere Religionen, die organisierten Glauben, Dogmen, Rituale, dieser ganze absurde Unsinn, all das spaltet die Menschen. Kriege, Kriegsvorbereitungen, Atombomben. Sie kennen den ganzen Schrecken dieser Welt. Und einige von uns versuchen, all dem zu entfliehen. Sie ziehen sich in kleine Kommunen zurück, treten in Klöster ein, oder werden zu Anhängern asiatischer Gurus, fern von dieser ungeheuerlichen Welt. Aber auch sie können unmöglich die Probleme lösen. Sie können dem, was ist, nicht entfliehen. Und auch die Ideologien haben nicht geholfen. Die kommunistische Ideologie, die der Hindus, der Buddhisten, der Christen. Sie alle spalten und zerstören die Menschen. And human beings, because there is so much confusion, und wegen dieser großen allgemeinen Verwirrung, want or desire to commit themselves verschreibt to some, man sich einer Sache, to some group, to einer some Gruppe, idea, to einer some Idee, activity. Einer bestimmten Aktivität. And this commitment hinter to dieser some, Verpflichtung zu einer Sache, zu einer Philosophie, to some outrageous, nonsensical einem abscheulichen, unsinnigen Guru gegenüber, is the desire of human beings to depend, to rely, to commit themselves to some beliefs, ideas. Hinter dieser Verpflichtung steht das Verlangen nach Abhängigkeit, sich auf jemanden verlassen zu können, sich an einen Glauben, Ideen und Konzepte zu binden. We hope that we can
Und während dieser Reden können wir hoffentlich über all das gesund sachlich nachdenken. Not antagonistically. Nicht feindlich. Not meeting each other nicht, indem wir argumentieren. Opinion against nicht, opinion. Indem jeder seine Meinung gegen eine andere verteidigt. A conclusion against another conclusion. But rather, sondern indem wir, Sie und der Redner, uns gemeinsam damit befassen. Wir wollen gemeinsam denken. Nicht einfach zustimmen. Not opposing each other. Nicht gegensätzlicher Meinung sein. Not contending against ideas, opinions, but rather together, each one of us, sondern uns gemeinsam, jeder einzelne von uns, mit all diesen Dingen befassen. One cannot possibly think clearly. Man kann unmöglich klar and so denken together, und damit gemeinsam, committed to one experience, wenn man an eine Erfahrung gebunden and hold on ist to that experience, und daran festhält. Or, if you are very learned, have read a lot of books, auch nicht, wenn Sie sehr gebildet, sehr belesen sind, bewandert in Philosophien, mit Theorien oder Idealen befasst, egal ob diese Theorien marxistischer, christlicher oder hinduistischer Prägung sind, all das hindert uns daran, gemeinsam zu denken. Wenn Sie nämlich sehr gebildet sind, an einem Glauben or to certain experience, oder einer bestimmten Erfahrung festhalten, die Sie haben, hold on to those. How is it possible to wie kann man dann together gemeinsam nachdenken? These experiences, conclusions, beliefs will prevent you from es sind gerade diese Erfahrungen, Schlussfolgerungen und Glaubensbekenntnisse, die den Gedankenaustausch verhindern. Wenn es Ihnen also möglich ist, lassen Sie diese bitte beiseite, damit wir einander begegnen können. Denn der Sprecher hat keinen Glauben, keine Wertvorstellungen. Doesn't belong to any group or religion. Gehört auch keiner Gruppe oder Religion an. He is not trying to do any kind of propaganda to persuade you. Er versucht auch nicht Propaganda zu machen. To think in a particular direction. Oder Sie zu einer bestimmten Denkrichtung zu überreden. Or to convince you of what he is talking about. Noch Sie von der Richtigkeit seiner Aussagen zu überzeugen. You must be very clear on this matter. Darüber müssen wir uns klar sein. From the very beginning. Von Anfang an. There is no belief demanded or asked. Es wird hier keine Gläubigkeit there are no followers. Verlangt. Es gibt keine Anhänger. There are no cults. Keinen Kult. There is no persuasion of any kind. Keine Überredung in keiner in Richtung. Any direction. And therefore, only then we can meet on the same nur so können wir uns treffen, on the same auf demselben ground, Boden, der the gleichen same level. Ebene. Then we can together. Und dann können wir so gemeinsam the extraordinary phenomenon of human existence. Das außergewöhnliche Phänomen des menschlichen Daseins betrachten. And I hope that is very clear. Ich hoffe, das ist klar.
first of all, I would like to ask, if I may, als erstes möchte ich fragen, why human beings, warum leben die Menschen, die seit Millionen, die seit Millionen von Jahren auf dieser Erde sind? Warum leben sie nach einer so langen Zeit der Erfahrungen und Leiden? Warum leben sie immer noch nach dem gleichen Schema? Was stimmt da nicht? Was ist mit Herz und Verstand des Menschen geschehen nach diesen Millionen von Jahren? Ich weiß nicht, ob Sie diese Frage schon gestellt haben. Why? Through million years and more of evolution, warum sind wir nach Jahrmillionen der Evolution, in denen wir enormes Wissen und Erfahrungen gesammelt haben, the travails of everyday nach all der Mühe des täglichen Lebens, why we are still warum like sind wir immer noch dieselben? You understand my question? Verstehen Sie? Why? After such lengthy period warum of time, nach all dieser Zeit we are still suffering. Leiden wir immer noch? We are still hassen einander immer noch? We are still living in some kind of peculiar personal illusions. Und leben immer noch in persönlichen Illusionen? Why we are tribals? Warum sind wir stammesgebunden? You understand my question? Verstehen Sie? Why? Warum? What is the cause of all this? Worin liegt die Ursache hierfür? There have been thousand philosophers. Es hat Tausende von Philosophen gegeben. The leftist and the rightist and the centralist. Alle möglichen Richtungen. There have been every kind of religious teacher. Some so-called saints who are really not saints. Die Vergangenheit ist voller religiöser Lehrer jeder Art. Einige waren sogenannte Heilige, die überhaupt nicht heilig waren, sondern höchstwahrscheinlich Neurotiker. Warum haben die christlichen Theologen und schon vorher in Asien die Gelehrten und all dieses gespeicherte Wissen, warum ist keines unserer Probleme gelöst worden? Es ist eine sehr ernste Frage. Warum die Menschen, auch Sie, warum fahren wir auf diese Weise fort? What is the cause of it? Was für eine Ursache hat das? From the very beginning of time, vom Anbeginn der Zeit lebte der Mensch in Konflikt. Not only with his environment, mit seiner Umwelt, but also with his neighbor, with his seine wife, Nachbarn, with a woman mit seiner Frau, die er in eine Höhle schleppte. Into the cave. It has been constant battle, constant von Anfang an gab es ständig Kampf endless und Streit, endloses Elend und Leid upon generation. Von Generation zu Generation. These are facts. Das ist keine Übertreibung, das ist eine Tatsache. We study history, wir studieren die Geschichte, which is really the story of man, die wahrhaftig eine Geschichte des Menschen ist, seiner Gewalttätigkeit, seiner Kriege, seiner Landnahme für sich und seine Familie. Seit jeher ist der Mensch zerstörerisch gewesen. Und die Religionen haben versucht, ihn zu zähmen,
in etwas friedlicher, etwas sanfter, etwas rücksichtsvoller zu machen. Aber offensichtlich hatten sie keinen Erfolg damit. Nicht in der christlichen Welt. Und vielleicht hat die christliche Welt mehr Menschen vernichtet als irgendeine andere Rasse. Sie sprechen von Liebe und Frieden und sind für den Mord an Millionen von Menschen verantwortlich. Die asiatische Welt, mit ihrem Aberglauben und ihren zahllosen Gottheiten, war nicht so gewalttätig. Ihre Religion verbietet ihnen das Töten. Aber wenn die Umstände sie zwingen, töten auch sie. Sind sie ebenso zerstörerisch wie der Westen. Wenn man das sieht, und wenn man darüber nachdenkt, dann fragt man sich, warum das nach Millionen von Jahren so ist. Was ist falsch gelaufen mit dem menschlichen Geist? Das Gehirn hat sich im Verlauf der Zeit entwickelt. Ihr Gehirn is the result of thousands and thousands of years old. Es ist das Ergebnis von Jahrtausenden. It's not your particular brain. Es ist nicht Ihr besonderes, Ihr individuelles Gehirn, obgleich wir das meinen. If you examine it carefully, it's the human brain. Sorgfältige Nachforschung ergibt, dass es das menschliche Gehirn ist. Rassisch, genetisch. This brain has grown and evolved through hat sich time. Dieses Gehirn mit der Zeit entwickelt. Which is obvious. And it has followed certain patterns. Dabei folgt es bestimmten Lebensmustern. Always trying to seek immer auf security. Der Suche nach Sicherheit. Both physically as well as sowohl materiell als auch psychologisch. Its preeminent demand sein vorherrschendes Verlangen war immer, to find at any price security. Sicherheit zu finden, um jeden Preis. And is that the cause of ist das die Ursache chaos and misery and confusion and für das gegenwärtige Chaos, das Elend, den Terror? Verstehen Sie? Is that the cause? Ist die Ursache this eternal demand dieses ewige Verlangen for personal security nach persönlicher Sicherheit? Though the brain, your brain and my, each individual brain is the result. Das individuelle Gehirn, Ihres und meins, ist das Ergebnis der großen Evolution. Es ist nicht Ihr Gehirn. Es ist das menschliche Gehirn. Wir können später darüber sprechen. But even the scientists are beginning to discover. Und auch die Wissenschaftler beginnen dem zuzustimmen. Dass das Gehirn nicht Ihres oder meines ist, sondern dass es über Zeiträume hinweg entstanden ist. Es ist das Gehirn des Menschen. Und dieses Gehirn sucht nach Sicherheit. Inwardly, outwardly. Innen wie außen. Is that the cause of this terrible ist das die Ursache für das schreckliche Chaos in der Welt? You know, if there is a cause,
for anything, there is an end Wissen to the Sie, dass cause. das Vorhandensein einer Ursache auch die Möglichkeit beinhaltet, dass sie ein Ende hat? Verstehen Sie das? If there is a cause for physical pain, there is an end to the Man kann die Ursache physical pain. körperlicher Schmerzen beenden, wenn man sie entdeckt. If there is a cause for psychological disturbance, chaos, misery, auch die Ursache psychologischer Störungen und Leiden kann man entdecken und beenden. So where there is a cause, a beginning, wo also eine Ursache ein Anfang ist, ist auch ein Ende. Und der gegenwärtige Verfall, all die Gefahren, ist all das das Ergebnis all dieser Jahrtausende? Liegt die Ursache in unserem Abgetrenntsein, in der Individualität? Bitte befassen Sie sich damit. Ich lege hier kein Gesetz nieder. Wir denken gemeinsam. So you must exercise your brain as the speaker is doing. Not merely listen. Wenn Sie zuhören, but if you do listen, mit Sorgfalt, with care, with attention, mit Aufmerksamkeit, dann können wir uns vielleicht treffen. But we are merely wenn Sie aber nur so nebenbei listening. Zuhören und über anderes and nachdenken, thinking about other things, then we shall not meet each other. There is dann no gibt es keine Kommunikation. We are asking if I, one may. This is a very serious dies hier ist eine sehr ernste Sache. We're trying to find out together, wir versuchen gemeinsam zu entdecken, whether there is a cause, ob es eine Ursache für dieses schreckliche Chaos gibt. Für diese Unsicherheit, diesen Terror, die Kriege. Eine Grundursache. Und wenn man diese entdecken könnte, nicht dadurch, dass es jemand Ihnen sagt und Sie dem zustimmen, sondern wenn Sie das selber entdecken könnten, durch eigene Beobachtung, dann würde Sie das von der Ursache und daher von der Wirkung befreien. Is this confusion, misery, the result of the human brain seeking at all levels of life security? Sind also dieses Durcheinander und Elend eine Folge der Suche nach Sicherheit, die das menschliche Gehirn auf allen Ebenen des Lebens betreibt? One must have security. Ist das die Ursache? Clothes, food, a roof over one's man braucht Sicherheit im materiellen Bereich. Man braucht Kleidung, Essen, ein Dach über dem Kopf, das muss man haben. Aber gibt es im psychologischen Bereich, gibt es im Innern überhaupt Sicherheit? Man mag danach suchen. Wir werden das später eingehender untersuchen. And is this chaos?
Aber liegt nicht die Ursache dieses Durcheinanders, the cause of this idea, a concept, in dieser Idee, each one of us is a separate entity. In diesem Konzept, dass jeder von uns eine getrennte Wesenheit ist. Because we have never gone into the question, denn wir haben niemals die Tatsache erkannt, of each one of us, dass das Gehirn eines jeden von uns common brain of humanity. Das allen Menschen gemeinsame Gehirn ist. We are inquiring into that. Wir wollen das untersuchen. And this desire for security, es ist möglich, may have brought about, dass das Verlangen nach Sicherheit die Vorstellung von der Individualität hervorgebracht hat. Me and you. Die Idee vom Ich und Du. We as a group against another group. Wir als Gruppe gegen eine andere Gruppe. Is that the cause? Ist das die Ursache? Or is there also another cause, which is, oder gibt es noch eine andere Ursache? Ideen. Ideals. Ideale. That is the very substance of knowledge. Das heißt, die eigentliche Substanz des Wissens. You understand what we are talking about? Das ist etwas schwierig. Verstehen wir uns bis hierher? I'm not talking to myself. You have taken the trouble to come here. Sie haben die Mühe auf sich genommen, unpleasant weather, bei diesem schlechten Wetter hierher zu kommen. Uncomfortable. And so please kindly pay attention if you don't so. Bitte hören Sie aufmerksam zu. There's a knowledge. Das Wissen hat überragende Bedeutung erlangt. Technological knowledge. Insbesondere technologisches Wissen. Wenn man ein guter Zimmermann werden will, muss man Jahre damit verbringen, sich Wissen anzueignen über Holz, Werkzeug, und Design. And acquiring great knowledge as a carpenter. Und dann wendet man dieses Wissen in der Praxis an. Then that knowledge is used skillfully. And so on. And if you are a scholar, you acquire a great deal of knowledge. Und als Student wird viel Wissen von Ihnen verlangt. Sie müssen Bücher lesen, das Gelesene im Gedächtnis behalten. And give importance to knowledge. Und dem Wissen als solches viel Bedeutung beimessen. And assuming that knowledge will gradually through time, through accumulation of more and more knowledge, you will ascend to heaven. Und Sie meinen, dass Sie durch die Speicherung von Wissen über lange Zeit hinweg eines Tages in den Himmel kommen. As a surgeon, as a philosopher, das Wissen des Chirurgen, eines Philosophen, not only of outward things, but also psychological structure of man, Wissen nicht nur über äußere Dinge, structure of the mind, sondern auch über die psychologische Struktur des Menschen, that knowledge, des menschlichen Geistes. Is that the cause of this present misery? Ist dieses Wissen you understand what I'm, die Ursache der gegenwärtigen Misere? We are not talking to please you, to entertain you. Ich spreche hier nicht, um Sie zu unterhalten. There are cinemas, footballs, tennis courts. Dafür gibt es Kinos, every form Fußball, of entertainment Tennis. Outside exists. So this is not. Es gibt jede Art von Unterhaltung da draußen. Or, if one may use an ugly word, spiritual entertainment. Das hier ist weder eine intellektuelle noch eine spirituelle Unterhaltung. Froth.
Noch ist es romantische oder emotionelle Because this is Schaumschlägerei. a very serious matter into which we are going. Wir befassen uns mit einer sehr ernsten Why Frage, human beings, nämlich der, with all their immense accumulated knowledge, warum die Menschen mit diesem nach so vielen Jahrtausenden gespeicherten Wissen, warum, for all these years and millennia, they are still the same. Warum sie Little immer noch dieselben sind, ein Little wenig aufgeklärter, etwas polierter vielleicht, aber da ist die gleiche psychologische Brutalität, Grausamkeit, nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Umwelt, gegen die Tiere. Warum? Was ist mit uns geschehen? As we said, where there is a cause, there is an ending of that cause. Wie schon gesagt, das Vorhandensein der Ursache schließt das Ende dieser Ursache mit ein. Wenn wir nur dieses Prinzip verstehen könnten. Wenn Sie Zahnschmerzen haben, hat das eine Ursache. Und damit ist die Möglichkeit gegeben, die Schmerzen zu beenden. Similarly, where there is a psychological cause, in ähnlicher Weise there is an ending of that. Gibt es auch ein Ende der psychologischen Ursache. Please meet me. Bitte verstehen Sie das. A war. There's a cause. Kriege haben eine Ursache. Ökonomischer oder nationaler Art sind Fragen von Prestige und Macht. Die Ursache der Kriege liegt in der Spaltung der Nationalitäten, in Ideologien, die Spaltung in totalitäre und nicht-totalitäre, in sogenannte Demokraten und die Autokraten. Und wenn man erkennt, dass Kriege das Resultat dieser Spaltung sind, dass der Krieg eine Ursache hat, dann kann der Krieg aufhören. Aber es scheint so, als wolle niemand damit aufhören. Wenn wir nur dieses Prinzip, die Wahrheit verstehen könnten, dass jede Ursache enden kann. So we are trying to find out, trying to observe, gemeinsam zu beobachten, what is the cause of these extraordinary things that are going on in our life? Was die Ursache für diese Vorgänge in unserem Leben ist. Essence of that cause? Was ist das Wesentliche dieser Ursache? Is it that the very beginning of man, am Beginn von Mann and also woman, und Frau, don't get head up when I don't mention woman. Und werden Sie nicht nervös, wenn ich nicht ausdrücklich Frau sage, when began man and woman began, is it that they took a wrong turn? Schlugen ganz zu Anfang die Menschen eine falsche Richtung ein? Look at it, please. Go into it. Bitte, fragen Sie mit mir. Why should we suffer? Warum müssen wir leiden? If it is the creation, man is the creation of God. Wenn der Mensch Gottes Geschöpf ist, God must be rather horrible entity. Muss Gott schrecklich sein. A monstrous entity that's making human beings go through hell. Muss ein ungeheuerliches Wesen sein, das den Menschen durch so eine Hölle gehen lässt. He must be total disorder. Gott muss totale Unordnung sein.
Because we live in disorder. Denn wir leben in Unordnung. If he created Wenn er uns geschaffen hat and we are killing each other, und wir bringen uns gegenseitig um through terror, bombs, kidnapping. Oh, you know, mit Terror, Bomben, Kidnapping. Sie kennen das alles. If you are created in his image, wenn Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat, monstrous. Muss dieses Bild grausam sein. Obviously, doch ist es klar, dass der Mensch selber verantwortlich ist. Niemand außer uns selber. Keine Gottheiten, keine Engel, kein Brahma oder höheres Wesen. Niemand anderes ist für uns verantwortlich. Wir selber sind verantwortlich. What is the cause of this? You understand? Und wo liegt die Ursache für die Unordnung? Is the cause ist die Ursache Selbstsucht? Is the cause the accumulated knowledge? Please listen carefully. Ist gespeichertes Wissen die Ursache? We are not against knowledge. Knowledge is necessary. Wir sind nicht gegen das Wissen. Wissen ist notwendig. Drive a car to learn a language. Man braucht Wissen, wenn man Auto fahren, eine Sprache lernen will. Electronic, so on, so on, so on. Wenn man in der Elektronik arbeiten will. Wissen ist notwendig. The psychological knowledge that has accumulated. Aber was ist mit dem psychologischen generation Wissen, after generation, das durch Generationen hindurch gespeichert wurde? Ist das die Ursache? Is it that the knowledge has been translated psychologically into concepts? Liegt es vielleicht daran, dass Wissen psychologisch in Vorstellungen übertragen so, wurde? Your belief and my belief. In meinen und ihren Glauben. Folgen Sie dem? Wenn Sie wirklich zutiefst daran interessiert sind, warum wir so leben, so-called civilized human beings. Warum sogenannte zivilisierte Menschen, because mit Autos, marvelous surgeries, mit großartiger Chirurgie, excellent communication, mit ausgezeichneter Kommunikation und so weiter. But psychologically, inwardly, warum wir im Psychologischen, inside this im Inneren, sozusagen unter der Haut, we have become the most dangerous people on earth. Warum wir zu den gefährlichsten Wesen auf Erden geworden sind. We may be occasionally kind, gelegentlich mögen wir freundlich, loving, liebevoll sein, unselfish, und selbstlos. This separate individual unselfishness and so on has not solved the problem. Aber diese abgetrennte individuelle Selbstlosigkeit hat das Problem nicht gelöst. Nicht Armut, Hunger oder Krankheit sind das Problem. Wir selber, unser Bewusstsein ist das Problem. So how shall we find out? What is the cause of this degeneracy? Wie wollen wir also herausfinden, was die Ursache dieses Verfalls ist? This great cruelty, diese ungeheure Grausamkeit. Bestiality, indifference, you know,
Bestialität und Gleichgültigkeit. How will you find out? Wie wollen wir das entdecken? By the speaker Indem es der Sprecher Ihnen sagt, I know you want that. ich weiß, dass Sie das möchten. That would be the easiest thing, wouldn't it? Das wäre am einfachsten, nicht Because wahr? Our minds are always seeking the easiest way. Denn wir suchen immer nach dem bequemsten Weg. But the speaker cannot tell you. Aber der Sprecher kann And will not tell. Und will es Ihnen nicht sagen. Then where are you? Und wo sind Sie dann? You follow? Please face this. Because it's your responsibility Bitte to find weichen Sie nicht aus. Sie sind verantwortlich dafür, find the cause of this state of the world. Die Ursache dafür zu finden, warum sich die you Welt know, in diesem Zustand if you befindet. Love, there is a sense of great compassion in your heart. This Wenn question Sie lieben, still remains. Dann haben Sie großes Mitleid in Ihrem Herzen. You may follow somebody. Trotzdem bleibt diese Frage offen. The more Asiatic they are, the more Vielleicht folgen Sie auch einem Guru. And more nonsensical. None of them have answered this question Je asiatischer Sie sind, umso romantischer und unsinniger sind Sie. Keiner hat je diese Frage gestellt oder sie tatsächlich beantwortet. Es gibt Theorien. Die Hindus haben sich damit beschäftigt, eine Theorie aufgestellt. That's a very convenient Die Christen sprechen von der Erbsünde. Then you can have saved Eine sehr bequeme Theorie. So, Denn dann können sie Erlöser haben und so weiter. Wie wollen Sie also als Mensch, der sich verantwortlich fühlt, herausfinden? Unser Gehirn, unsere ganze psychologische Struktur ist das Ergebnis von Jahrmillionen. Diese Struktur gehört nicht Ihnen. Jeder andere Mensch in dieser Welt hat diese Struktur. Die Menschen leiden in China, im fernen und nahen Osten, ebenso wie hier im Westen. Sie sind grausam. Es mangelt an Zuneigung und Behutsamkeit. Es gibt Scheidungen. Und es gibt jede Art von Brutalität. Und jeder von uns hat daran teil. And if you feel tremendously responsible for all this, Und wenn Sie sich für alles verantwortlich fühlen, und das müssen Sie, wenn Sie bewusst und wach dem Weltgeschehen gegenüber sind, wie wollen Sie dann untersuchen, entdecken? Verstehen Sie meine Frage? Are you sufficiently earnest to give your Time and your heart, your mind find out. Sind Sie ernsthaft genug, Ihre Zeit, Ihr Herz und Ihren Verstand für diese Entdeckung einzusetzen? Nicht dafür, wie man meditiert. That come much later. Das kommt viel später. Not what is yoga and all that. Auch nicht, was Yoga ist. We can talk about that. Auch darüber können wir später sprechen. But it's far more Aber es ist viel wichtiger, And all that, because if you can find the cause, there is an ending to that. Es ist viel wichtiger, die Ursache zu entdecken, denn wenn man sie findet, dann kann die Ursache enden. If there is a discovery and all of what is the cause of sorrow of every human being in the world,
Wenn es gelingt, die Ursache des Leidens jedes Menschen dieser Welt zu entdecken, dann kann dieses Leiden enden. Warum gibt es solchen Konflikt zwischen den Menschen? Sobald sie die Ursache gefunden haben, kann der Konflikt enden. Er endet nicht mit Hilfe der Zeit. Wenn man sagt, ich brauche Zeit, um die Ursache zu entdecken und eine Woche in Meditation verbringt, darüber nachdenkt, dann heißt das, man braucht Zeit, um die Ursache zu finden. Unsere Gehirne sind das Ergebnis der Zeit. Das ist Evolution. Von der kleinen Mikrozelle bis zu diesem enorm komplizierten Menschen. Dazu waren Jahrtausende notwendig, um zu diesem Stadium zu gelangen. Das bedeutet Zeit. Und wir denken in Zeitbegriffen. Nämlich, wie kann ich die Ursache finden? Und jetzt verbringen wir Zeit damit, darüber zu diskutieren. Verstehen Sie? Or can you be free of time and observe? Oder können Sie sich von der Zeit lösen und beobachten? Would you admit, würden Sie dem zustimmen, that your brain is the result of time? Dass Ihr Gehirn das Ergebnis von Zeit ist? Im Säugling ist es noch klein. Aber während es wächst, sammelt es Kraft und Vitalität. Das ist der menschliche Prozess. Und dieser ist uns allen gemeinsam. Es ist nicht Ihr eigener Prozess, Ihr kleines, unwichtiges Gehirn. Es ist das Gehirn der ganzen Menschheit, das leidet, das entwirft, kalkuliert, Vorstellungen erzeugt, Götter erschafft. Das Ganze ist uns allen gemeinsam. Time is the pattern in which the brain lives. Die Zeit ist das Muster, nach dem das Gehirn lebt. Pursues. You observe your own brain. Beobachten Sie Ihr eigenes Gehirn. How it acts, how wie it es thinks. Handelt, wie es denkt. The speaker is not a specialist in brain. Der Sprecher ist kein Gehirnspezialist. Yes, though he has talked about, discussed it with specialists. Obgleich er mit Spezialisten diskutierte, einige stimmen ihm zu, andere nicht. Einige gehen sehr weit mit dem Sprecher, andere sagen, es ist alles Unsinn. Die Wissenschaftler untersuchen die Materie und wollen durch die Erforschung der Materie das Höchste finden. Durch die Materie wollen sie das Letztendliche finden. Wir selber sind Materie. Sie sind Materie. Ihr Gehirn ist Materie. Und ohne sie gehen outside and investigate. Und die Spezialisten erforschen das Äußere. Sie beginnen nicht bei sich selber. Verstehen Sie? And if they went through themselves, they would come upon something most fantastically original. Wenn Sie in sich selber nachforschen würden, kämen Sie auf etwas, das fantastisch ursprünglich und kreativ
und jenseits von aller Zeit ist. Aber dazu muss man sich selber beobachten. Und man muss sehr viel Energie investieren. Doch das will niemand machen. Es ist nicht populär. Es bringt nichts ein. Kein Geld, keine Position. Keine Macht. Keinen Status. But it is only through oneself which is the matter. Aber nur durch sich selber, die sie Materie sind, upon that thing which is the beginning of all things. Nur so können sie das finden, was am Anfang aller Dinge steht. So, you're asking, what is the wir fragen also, was ist der Weg, auf welche Art kann man die Ursache all dessen finden? Oder gibt es mehrere Ursachen? One cause, cause A maybe. Die Ursache A mag sein, that man, dass der Mensch, conquering the environment, at the beginning of time, der am Anfang der Zeit seine Umwelt eroberte, allmählich die Idee entwickelte, dass er etwas Getrenntes sei, ein Individuum im Unterschied zu anderen Individuen. Die Ursache B mag sein, diese fortlaufende Idee, dieses Konzept der Individualität. Und schließlich C. Tremendous psychological knowledge. Dieses ungeheure psychologische Wissen. Please go into it carefully. Das ist schwierig. Schauen wir uns das sorgfältig an. Within the last 30, 20, 50, 60 years. Sie haben Wissen gespeichert in den letzten 20 oder 60 Jahren. As a separate individual. Als getrenntes Individuum. My belief, Wissen in Form meiner Erfahrung, meines Glaubens, mein Bewusstsein. This belief, this concept, this experience, which is after all knowledge. Und dieser Glauben, diese Vorstellungen, diese Erfahrung, die letztlich psychologisches Wissen sind, ist das die Ursache? Oder nichts dergleichen? Ist das zu abstrakt? Is it becoming too difficult, too abstract? No, it's not abstract. Es ist nicht abstrakt. It's not something that you read in a book and es ist nicht etwas, das Sie in einem Buch lesen und es dann beiseite legen. It's not something that some philosopher invents and nicht you etwas, read and you agree or disagree. It is something nicht etwas, das manche Philosophen erfinden und das Sie dann lesen, es bejahen oder verneinen. Es ist etwas Tatsächliches. Sie stehen ihm jetzt gegenüber. Es ist kein Konzept, keine Idee. Wir beschäftigen uns mit der Wirklichkeit unseres täglichen Lebens. Und das ist ungeheuer kompliziert. Eine andere Ursache mag sein. Nein, ich sage es Ihnen nicht. Sie müssen es selber herausfinden. The beginning of thought.
Ist das Denken selbst die Ursache? Schauen Sie sich das genau an. Is this spreading complex cruelty of man? Ist diese sich ausbreitende Grausamkeit des Menschen? His behavior, sein Verhalten, his vanity, seine Eitelkeiten, his terrible cruelty to everything, seine Brutalität allem gegenüber. Is the cause for, ist all das verursacht durch das Denken? Denken und Wissen gehen Hand in Hand. Wissen ist immer mit Unwissenheit verbunden. Das heißt, Wissen kann niemals vollständig, allumfassend sein. Daher bleibt es immer im Schatten der Unwissenheit. Das ist logisch. Es gibt kein vollständiges Wissen über irgendetwas. Selbst nicht in Bezug auf Computer. Oder auf Ihre Frau. Oder Ihren Mann oder wer es auch sei. Wissen ist immer im Schatten der Unwissenheit. Wissen bleibt immer unvollständig. And is thought, which is the child of knowledge, is that the cause? Ist also das Denken, das aus dem Wissen entsteht, die Ursache? Sie müssen vom Denken Gebrauch machen, wenn Sie ein Auto fahren. Denken, wenn Sie geschäftlich tätig sind. Im Büro, in der Fabrik oder zu Hause, wenn Sie kochen. Sie müssen denken. Sie brauchen Wissen. Psychologisch. Is knowledge necessary at all? Aber ist Wissen im Psychologischen überhaupt nötig? Please go into carefully. And is the origin, ist der Ursprung, cause of all this existence, die Ursache dieses Daseins, chaos and misery, seinem Chaos, seinem Elend, uncertainty, security, seinem Durcheinander, seiner Unsicherheit? Is thought the cause of all, ist es das Denken, dass die Ursache all dessen ist? Wenn das Denken die Ursache ist, dann kann das Denken auch beendet werden. Wo es eine Ursache ist, gibt es auch ein Ende. Wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende. Wenn Sie ein Raucher sind, gibt es eine Ursache und Sie können sie enden. Wenn das Denken die Ursache für den Zustand ist, in dem sich die Welt befindet, dann kann das auch beendet werden. Und mit dem Ende gibt es einen neuen Anfang. Ein Anfang, der etwas ganz anderes ist als das, was das Denken zusammengefügt hat. Ist also das Denken der Ursprung all dessen? Möchten Sie, dass der Sprecher sich weiter damit befasst?
Nicht damit Sie das übernehmen. I am not your guru, thank God. Ich bin nicht Ihr Guru. I am not your leader. Nicht Ihr Führer. I am not your philosopher. Ich bin nicht Ihr Philosoph. But the speaker has gone into this matter very, very deeply. All his life he has done this. Der Sprecher hat sich sein ganzes Leben lang sehr eingehend mit diesen Dingen befasst. Und er ist dabei an einem Punkt angelangt, wo er für sich selber die Ursache gefunden hat. Meditation is only when you have discovered the cause and the ending of the cause. Und Meditation beginnt erst, wenn man die Ursache und das Ende der Ursache entdeckt hat. Meditation ist nicht, was Sie alle versuchen. Es ist nicht der Versuch, sich zu konzentrieren, Methoden und Systemen zu folgen. Meditation stellt sich natürlich und ungeladen ein, wenn Sie die Ursache beendet haben. Der Sprecher sagt nur, ohne Eitelkeit und ohne jegliche Propaganda, lassen Sie uns gemeinsam gehen und herausfinden. Auf demselben Weg, auf demselben Pfad, nicht auf Ihrem oder meinem Pfad, sondern auf dem Pfad der Intelligenz. Intelligenz, die weder die Ihre noch die des Sprechers ist. Diese Intelligenz geht einher mit der Entdeckung der Ursache. Mit der Entdeckung der Ursache ist die höchste Intelligenz da, die ihrer wahrhaftigen Natur nach mitleidige Liebe ist. Vielleicht gibt es nur diese eine Ursache und keine andere, das Denken. Der Mensch hat sich nie mit dieser Frage des Denkens an sich befasst. They're just beginning. Die Wissenschaftler fangen eben erst mit dieser Forschung an. Die Hindus haben sich bis zu einem gewissen Punkt damit beschäftigt und dann damit aufgehört. Aber wir, die gewöhnlichen Leute, mit unseren täglichen Problemen und Ängsten und Bindungen und Kümmernissen und Schmerzen, wir stellen diese Frage. Ist das alles die Folge des Denkens? Denken beinhaltet Gefühl. Und fühlen. The pleasures, the fears. Die Vergnügungen und Ängste. All das ist Teil des Denkens. And if thought has created this world in which we live. Das Denken hat die Welt, in der wir leben, geschaffen. Manches davon ist von großer Schönheit. Die wunderbaren Kathedralen, die Moscheen, die Tempel, die Dichtung, die Literatur. Aber
Aber was in den Kathedralen, Moscheen und Tempeln wohnen soll, ist vom Denken geschaffen worden. In India. Vor einigen Jahren hielt der Sprecher Reden in Indien. He was speaking all over India, and he happened to be behind Mr. Gandhi. Und er folgte zufällig Mahatma Gandhi. And Mr. Gandhi, Mahatma Gandhi, whatever you like to call him, was saying that Gandhi sagte damals, everybody could enter the temples. At that time, dass jeder in die Tempel durfte. Brahmanas could enter into the temple. Zu jener Zeit war es nur Brahmanen gestattet, die Tempel zu betreten. Und er sagte, Gott ist im Tempel, jeder darf eintreten. Der Sprecher besuchte in der nächsten Woche die gleiche Stadt. Und so fragte man ihn, um ihn hereinzulegen, was meinen Sie? Sollte es nicht Brahmanen erlaubt sein, die Tempel zu betreten? Die Antwort war sehr einfach. Gott lebt nicht in Tempeln. Wenn es ihn überhaupt gibt, dann woanders, ganz außerhalb des menschlichen Denkens. Aber das gefiel ihnen nicht. Deshalb geht alles so weiter. Wenn das Denken die Ursache dieses Chaos ist, dann kann Denken enden und etwas völlig Neues kann beginnen. Und es ist Ihre Verantwortung als Menschen, nicht als Individuum, sondern als Mensch. In China, in India, Asiatic world, in the Arabic, in the Middle East, West East. That human being is asking this question. Dieser Mensch, wo immer er auch sei, stellt diese Frage. Is that the cause? Ist das die Ursache? And if it is the cause, und wenn das die Ursache ist, wie kann man diese Ursache auflösen? Und damit beenden. Aus ihrem Ende erwächst ein neuer Anfang, ein ganz neuer Anfang. Das ist die wahre Revolution. Nicht die der Kommunisten. Oder die der Terroristen. Und so, what is your responsibility? Was ist Ihre Verantwortung? Und was ist Ihre Antwort auf diese Frage? You understand? The ball is in your court. Der Ball ist bei Ihnen. You understand that term? Verstehen Sie diese Formulierung? And they are playing tennis. The ball is in the opposite court. So what? How will you answer this question? Was ist Ihre Antwort? Together, during all these talks and question and answer meetings, gemeinsam werden wir uns in diesen Reden gegenseitig helfen, um das zu entdecken. For you to find it out. Damit Sie es entdecken. So that you are not a follower. Damit Sie kein Anhänger werden. So that you have no authority. Damit Sie keine Autorität über sich dulden, die Ihnen sagt, was Sie denken oder tun sollen. Then you're a complete human being. Dann sind Sie ein vollständiger, ein ganzer Mensch. What time is it, sir? Grazie.
I think that's enough for this morning. May I go? Ich glaube, dies ist genug für heute. Darf ich gehen?